Deutschlands Vorzeigesegler, Simon Grotelüschen, der Champion der Kieler Woche 2011 im Laser. Im letzten Jahr war es die zweite der drei Qualifikationsregatten für Olympische Spiele. Dieses Jahr ist es eher eine Vorbereitungsregatta für Olympische Spiele. Gut, aber trotzdem bin ich natürlich motiviert, hier meinen Titel erfolgreich zu verteidigen, das ist ja klar. Die Quali für Olympia hat er geschafft. Jetzt geht's in Kiel um den Titel, bevor er nach Weymouth fährt, um die Olympiastrecke besser kennenzulernen. Ich habe letztendlich eigentlich mit kaum irgendeinem Revier jetzt bisher ein Problem gehabt. Von daher, also ich fühle mich da wohl, habe auch gute Ergebnisse gezeigt, bin jetzt gerade Sechster im Weltcup vor Ort geworden. Also von daher, ich glaube, ich bin da gut vorbereitet. Bei Olympia kann alles passieren. Gold ist drin. Aber dafür muss alles perfekt laufen. Jetzt geht's ums Feintuning. Es gibt im Laser einfach sehr, sehr viele, die für Medaillen in Frage kommen. Es sind sicherlich 10, 15, die potenziell danach ganz vorne segeln können. Ich versuche zum Punkt X topfit zu sein und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Mit dem Adler auf der Brust könnte er Geschichte schreiben. Es ist seine Chance, sich als Lasersegler in Deutschland und auf der ganzen Welt zu verewigen. Auch wenn er es nie sagen würde, Gold bei Olympia, das wär's.